Hallo und willkommen zur Super Fanta mit The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb und im Grunde muss ich gar nichts mehr sagen. Alle wissen, worum es geht, Binding of Isaac, wir spielen, Headless ist auch dabei, ich spiele diesmal. Ich will mal einen Charakter nehmen, komm, ich nehme einfach mal Isaac, weil wir sind ja quasi noch frisch in diesem Spiel, vor allen Dingen mit DLC und kennen das Ganze noch nicht, deswegen nehmen wir einfach mal einen Charakter, den wir schon ein bisschen kennen und der nicht unglaublich schlecht ist wie Samson. Und bevor du dich wieder beschwerst, dass ich nichts zu dir sage, Headless ist auch wieder da. Jubi, jubi, freu, freu. Juhu, ich bin dabei. Ich gratuliere dir. Denn, das kann ich mal vielleicht zeigen, weil viele Leute glauben mir das ja nicht, beziehungsweise... Genau, gehen wir mal in die Statistiken. Kann man die hier zeigen? Ich glaube hier nicht mehr, nee. Oh, fuck. Sonst hätte ich gezeigt, dass es wirklich quasi der 12. Run ist, den ich überhaupt hatte. Weil, ich trainiere das ja nicht. Also alles, was ihr hier seht, ist quasi live erspielt. Und, nichts herangeschummelt, sag ich mal. Also, wahrscheinlich werden ein paar Devs mehr angezeigt. Weil, wir sozusagen kurz bevor wir aufnehmen, immer so eine Testaufnahme machen und, wenn man dann aus dem Spiel rausgeht, zählt das als tot. Deswegen, oh, was ist das? Damage up, okay, freut mich. Und Blood Tears. Ah, sehr schön. Was machen Blood Tears? Ist es irgendwie besser? Die sind rot. Genau, Secret Room hoffe ich einfach mal hier. Höchstwahrscheinlich, ja. Nee, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass im Basement Secret Room finden fast unmöglich ist. Aber ich probiere es einfach nochmal hier. Ich meine, was soll schon schief gehen? Ja, irgendwie klappt es nicht so richtig. Und, fuck, ich hätte hier einfach die Bomben benutzen sollen. Ich bin so dumm heute. So, aber ich will auch diesen Raum benutzen. Ich habe gehört, dass gar nicht mal... Ich will's, komm. Okay. Wenn du schon dein Leben opferst. Hat sich doch gelohnt, hat sich doch gelohnt. Will ich's nochmal probieren? Nimm lieber die Bombe und hol dir was Vernünftiges. Ey, komm. Weil man kommt auch nicht immer nach einem Herz schon direkt in die Truhe. Ich will's auch mal probieren. Ah, komm, verspielen wir einfach alles, was wir haben. Hallo? Okay, nochmal will ich es nicht probieren, ja. Nicht auf mich hören. Hart gezockt und knallhart verloren. So, das Geld nehme ich trotzdem gerne mit. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja. Wrath of the Lamb, relativ viel schwerer als sozusagen der Nicht-DLC-Modus. Larry Jr., das freut uns doch. Unser alter Kumpane, den wir nur zu gut kennen. Ja, und mit dem Damage-Up stirbt er ja schon fast instantly. Na, oh, was soll denn das? Da werde ich tatsächlich von Larry Jr. getroffen. Das ist ja schon peinlich genug. Und nochmal? Nee? Nee, nee. Höre ich da Missvertrauen in meine Fähigkeiten, mein lieber Headless? Ach, Schadenfreude trifft's eher. Ja. Ich möchte dich leiden sehen. Du bist bisher viel zu leicht durch dieses Spiel gekommen. Ich hab's bisher nur einmal geschafft, Wrath of the Lamb durchzuspielen. Mit Maggie. Und extrem viel Glück, muss man dazu sagen. Wobei Samson habe ich auch gehört, dass es relativ wirklich schwer ist, weil der mit kaum Stats anfängt, ein Health, also das ist schon relativ brutal. Das Item ist zwar ganz gut, aber jetzt trotzdem nichts unglaublich Gutes. Ah, nettes Item. Box of alles. Oh, was ist das? Ein Trinket, genau. Cursed Guard. Trinket. Und Two of the Hearts. Und was ist das? Okay, probieren wir das jetzt mal aus. Du musst mir sagen, was jetzt Two of Hearts macht und Cursed Skull. Telepilz, okay, Cursed, sehr schön. Cursed Skull macht, dass wenn du nur ein halbes Herz hast, wirst du irgendwo hin teleportiert. Und der Raum, in dem du warst, gilt dann als absolviert. Okay, und Two of Hearts? Ne, Moment, was hast du mir gerade gesagt? Nee, doch nicht, warte. Ja genau, du wirst dann einfach nur wegteleportiert zum letzten Raum, den du absolviert hast. Was, ja. Die große Frage ist, wo kann noch der Secret Room sein? Hol ich mir jetzt Geld oder probiere ich es nochmal hier zu sprengen? Was sagst du? Probier es einfach. So traurig. Also irgendwie, weiß ich nicht, gibt es in den Basements keine mehr oder... Keine Ahnung. Doch, müsste eigentlich schon. Ich glaube, die sind jetzt eher versteckt. Super versteckt. Es gibt sogar teilweise jetzt mehrere Secret Rooms. Da gibt es am meisten noch so ein... Oh nein, geht weg. Sehr schön. Ich muss sogar sagen, das habe ich fast geplant. Also ich dachte schon, okay, eine Karte. Moment, Ace of Spades war irgendwas Gutes, glaube ich. Ace of Spades, das habe ich gerade nicht vorliegen. Ach so, aber das... Two Hearts verdoppelt schon mal dein Herzen, die du hast. Was ist verdoppelt? Also die Heart-Container werden ums Doppelte aufgefüllt, was so hast. Also aufgefüllt, also quasi Full Health irgendwie. Ace of Spades macht, glaube ich, die Drop-Chance für Karten höher. Kann das sein?
Ich glaube, das war das. Ja, genau. Improves Chance for Finding Deckcards. Ja. Ja. Ich glaube, halt lieber das. Das ist, glaube ich, cooler, obwohl wir sind relativ hälftechnisch gut. Nee, weil wenn du in dem Fall noch ein halbes Herz hast, wirst du einfach aus dem Raum raus teleportiert. Ja, klar. Aber auch, bis ich ein halbes Herz habe, dauert es ja unendlich lange. Würde ich einfach mal sagen. Während uns jetzt ja die Ace of Spades ja permanent jetzt in den Räumen hilft. Also zur Not, falls es mir wirklich schlecht gehen wird. Oh, Spinnen, das könnte gefährlich werden. Ah, komm schon, komm schon. Das geht noch. Die sind manchmal auch ein bisschen dämlich, muss man sagen. Also ja, wenn man denen nicht zu nahe kommt, geht es noch sehr gut. Also normalerweise tracken die einen, wenn man nahe kommt, aber man kann es auch sozusagen ausnutzen. Sehr schöner Schlüssel. Ja gut, der Raum ist relativ geschenkt. Ja, ziemlich. Das Problem ist, wieso kommen jetzt so viele Sacrifice-Räume? Oh, was ist das? The Chariot. Das ist wieder das Pferdchen, oder? Das Einhornhorn. Warte, ich will mal was testen. Ich habe nämlich... Nee, habe ich das? Ich habe mal gehört, dass wenn man invincible ist und über die Dinger geht, dass es trotzdem triggert. Dann probier's mal aus. Das Problem ist, eigentlich würde ich das auch gerne hier dran testen, weil ich glaube, ich kann rein und raus, wenn ich das Chariot Horn benutze. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Genau. Nehmen wir das. Gehen wir wieder raus. Okay. Und dann kriegst du trotzdem halben Schaden. Stimmt, wenn ich rausgehe, kriege ich immer einen Schaden. Okay. Weil das gilt ja nur für den jeweiligen Raum, in den du gerade bist. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil Ouija Board ist gar nicht mal so schlecht. Man kann jetzt durch Steindude schießen. Die Frage ist, will ich das? Bin ich mutig genug? Ich mach's nicht gerne, muss ich sagen. Ich glaube, ich entdecke erstmal den Rest von dem Cellar, weil kann ja sein, dass wir irgendwie extrem auf den Sack bekommen und dann all unsere Soulhearts verlieren. Ah, stimmt. Ich könnte auch extrem klug sein und einfach hier stehen bleiben. Leiter, Leiter, Leiter. Nee, keine Leiter, sondern Stein, Stein, Stein. Ich habe am nächsten noch ein bisschen mehr Range hätte. Ja, passt schon. Und was kriegen wir hier? Wheel of Fortune. Da kriegen wir eine Slot Machine, oder? Genau. Ja, will ich noch nicht. Ich glaube, ich will lieber den Shop später ausprobieren. Wenn wir denn irgendwann genug Geld bekommen. Böses Feuer. Oh, ja, stimmt. Das Problem ist, wir brauchen... Okay, jetzt irgendwie spawnen Münzen, wenn man Feuer ausmacht, ganz woanders, als sie sollten. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist noch ein Bug, der wird aber garantiert Was ist dies? Der Splitshot? Okay. Wenn du einen Gegner irgendwas triffst, dann splitten sich. Ja. Was? Du triffst etwas, also einen Gegner in dem Fall, und dann splittet sich diese Träne und gehen nach links und rechts noch zwei Dinger weg. Okay, wieso nicht? Die Frage da gibt es einen netten Trick bei dem einen oder anderen Boss, bei dem das extrem hilft. Okay. Ah, Famine fort mich, das heißt, wir kriegen... Ah, okay. Ich verstehe, worauf das hinausläuft. Gegen die Horsemen kämpfe ich sowieso generell gerne, weil die relativ einfach zu besiegen sind und das Cube of Meat geben, was ich eigentlich auch sehr, sehr mag. Joa, mit der Zeit... Gut, das ist eigentlich das Beste, was man so kriegen kann. Ja, geht. Health Up ist halt immer gut oder... Ah, okay, sehr schön. So, Brimstone. Kein Brimstone, ein Item, das ich nicht kenne. Und Brother Bobby. Brother Bobby ist nicht so interessant. Was ist das andere? Das finde ich, glaube ich, sieht cool aus. Also ich persönlich hatte es noch nicht, aber ich kann eventuell rausfinden, was es macht. Würde er das tun? Währenddessen kann ich ja mal erzählen, was viele Leute ja vielleicht bemerkt haben, ist, dass wir jetzt ein bisschen regulärer Videos hochladen. Also wir probieren es jedenfalls, jeden Tag ein neues Video hochzuladen. Wir haben zwar wenig Viewers, aber umso mehr freut uns, dass wir so ein paar Comments bekommen. Deswegen nochmal vielen Dank an die 3, 4, 5 Stammzuschauer. Wir machen es quasi für euch. Und die Ausrede ist quasi, Headless, habe ich ja glaube ich schon mal gesehen, hatte ein bisschen Prüfungsstress. Ich war auch ein bisschen arbeitlich, beruflich, sage ich mal, eingeschränkt. Und war noch auf einer Convention letztes Wochenende. Das war halt hier Dokomi in Düsseldorf und Japantag in Düsseldorf. Da könnte ich ja auch mal zeigen, wie extrem toll ich da aussah. Ich schätze ja die Anonymität des Internets, aber ein bisschen prahlen kann ja sein. Deswegen zack, 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 ein paar Fotos, weg sind sie. Und vielen Dank an Chocolate Decadence für die schönen Fotos. Ja. Du kannst mir ruhig sagen, dich nicht. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen in diesem wunderbaren Monolog. Dieses Ding erhöht deinen Schaden, je nachdem, wie viele Münzen du hast. Okay. Wie viel Schaden haben wir? Okay, wir haben quasi 4 Schaden. Will ich nicht riskieren eigentlich. Brother Bobby wäre vielleicht interessant, aber nee. Nee. Ich finde es sehr interessant, muss ich sagen. Was denn? Brother Bobby? Dieses Item. Wobei, du kriegst nur maximal +3 Damage.
10 Münzen sind ein Damage mehr. Also wenn ich Maggie wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich noch genommen, aber aktuell will ich es nicht riskieren. Weil ich meine, health-technisch geht es auch uns nicht so ultra gut, also... Noch nicht. Ja. Aber bei deinem Glück sieht das wahrscheinlich noch in dieser Ebene anders aus. Ich meine, wir haben jetzt 17 Gold, das heißt... Gold? Was rede ich da? Penny, Cents, whatever. Nebenbei bemerkt, bist du gerade in einer neuen, also halbwegs neuen Ebene, nämlich Caves XL. Okay. Auf dieser Ebene jetzt hast du 2 Itemräume und 2 Bossräume und sie ist allgemein deutlich größer als sonst. Okay. Was heißt 2 Bossräume? Das heißt, ich kann 2 verschiedene haben und dann einfach weitergehen oder kommen die hintereinander oder was geht? Die kommen direkt hintereinander. Du gehst in einen Bossraum. Also ich muss zwei Bosse töten, sehe ich das richtig? Ja. Okay. Und dafür kriegst du auch 2 Items und 2 Itemräume. Okay. Okay. Und ich glaube, danach gehst du auch direkt in die Deaths. Oh, fuck. Nicht sterben. Achso, ach, das gilt sozusagen als also 2 Dungeons zusammen. Also das gilt auch als 2 Dungeons absorbiert. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber das sehen wir ja dann gleich. Ja. Ich meine, wir entdecken. Ich würde ganz schnell von der Tür weggehen. Was, wieso das? Weil du hast ja nur noch einen Schlüssel und brauchst ja schon mal 2 für die Itemräume. Ja, ja. Ja, stimmt. Das könnte gefährlich werden, aber okay. Die haben sich zum Glück getrennt. Was ich gerade sagen wollte, wir entdecken das Spiel ja quasi auch gerade erst. Also wir wollen jetzt nicht so tun, als ob wir hier die totalen Pros wären. Also ich sowieso nicht, weil wie gesagt, das ist mein 12. oder 13. Run überhaupt in diesem Spiel. Also Headless ist, wenn der Erfahrene von uns, Erfahrenere, kommt jetzt euch das Wort? Das ist ein blödes Wort. Fleischhaufen. Aber wir können uns hinter diesen Stein verstecken, sehr schön. So, tausche Bombe gegen Schlüssel. Mir fällt doch gerade auf, wie wunderschön doch dein Charakter gerade ist. Ja, ein Traum. Wobei, wir waren schon mal hässlicher. Also jetzt nicht im echten Leben, sondern im Spiel. Wobei im echten Leben, ja. Oh, eine Pille. Sehr schön. Wahrscheinlich was total Schlechtes. Hälfte on. Ja. Oh nein. Hätte sie auch das Item holen können. Ja. Oh, fuck. Ja gut, alles halb so wild. Sagst du. Du spielst ja nicht. Hätte gleich hochgehen können. Was? Ja. Wärst du von Anfang an da hochgegangen, wäre es einfacher gewesen. Und was machen die da? Ich will es nicht wissen. Oh. Den, okay. Der will deine Seele. Okay, Charm of the Vampire kennen wir. Wenn wir Sachen töten, werden wir nach 4 Gegnern kriegen wir ein halbes Herz oder so. Klingt eigentlich schlecht, aber gegen einige Bosse kann das schon lebensrettend sein. Ich glaube, es sind 13 Gegner, mal 4 13? Wären ein bisschen wenig. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, du könntest das ja nachgucken. Du bist ja der Mensch. Ich bin schon längst dabei. Ich bin zu faul. Ah. Oh, noch ein Itemraum, sehr schön. Ja, Killing, 13 Monster musst du töten. 13, ernsthaft? Jetzt. Komm, 4 wäre doch geschenkt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, hallo? Was war das? Ich dachte schon. So, auf den zweiten Itemraum. Was ist das? Mom's Eye, Tears Up, okay. Ah, wir haben noch hinten ein Auge, okay. Finde ich gar nicht mal so gut. Ich auch nicht. Jetzt habe ich gerade ein ganz kleines bisschen Schluck auf. Oh, das könnte gefährlich sein. Leiter. Habe ich leider nicht. Ach, schon, das geht böse aus. Uiuiuiui. Schneller. Nee, das passt schon. Ah, da haben wir ein kleines Herzchen bekommen. Beziehungsweise hättest, wenn du schon Full Health hättest. Ja. Nein, oh, das war fast dumm von mir. Aber auch nur fast. Oh Mann, dass wir einen Health verloren haben, das ärgert mich gerade richtig hart, muss ich sagen. Mich freut's ein bisschen. Hart. Ich finde, solche Pillen sollte es eigentlich nicht geben. The Hero Fat. Ding, 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 ding. Was? Drück einfach drauf. Okay. Ah, sehr schön. Sag das doch, so hart. Okay, das ist ein ganz kleiner Trost. Natürlich habe ich gerade keinen Bomben, aber da hätten wir, glaube ich, sowieso 2 gebraucht. Ja. Dafür dann auch recht viele gekriegt. Ja. So, gehen wir einfach noch hier rein. Ich will einfach nur
Oh, jetzt machst du ganz ordentlichen Schaden. Ja, das heißt, ich bleib mal hier stehen. Jetzt rennt der Feigling natürlich weg. Ja, komm, kriegen wir so hin. Ich meine, Spectral Tears sind richtig, richtig gut. Da habe ich ganz am Anfang, wo ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich, ja, okay, nett, aber was soll's. Aber ist halt richtig, richtig gut. Und jetzt können wir endlich in den Shop gehen. Und hoffentlich dort was Schönes bekommen. Oh man, so ein langer Weg. Das würde jetzt ein bisschen dauern, ja. Ja, ja. Ich bin auch nicht schnell unterwegs, leider. Die Frage ist, wieso habe ich eigentlich eine Schnecke auf dem Kopf, die es irgendwie schafft, meine Tränen aufzusplitten, wenn ich irgendwas treffe? Kontext, liebe Spieleentwickler, die ihr dieses nette Spiel gemacht habt. Das werden wir wohl nie erfahren. So, bitte, bitte irgendwas Schönes. Wahrscheinlich Greed. Natürlich. Natürlich, es wäre auch fast zu gut gewesen. Nein. Boah. Ich bin ja wirklich so anfällig, von Greed getroffen zu werden. Der kann Spin spawnen? Ernsthaft? Was ja, für ein, aber was nur die großen. Viel schlimmer finde ich die kleinen Greeds, muss ich sagen. Okay, ich glaube, ich hätte einfach doch das eine Item nehmen sollen. Nein, hätte ich nicht, weil dann hätte ich nur einen Health. Das wäre ja noch brutaler gewesen. Oh Mann, ist das traurig hier. Die Frage, bekomme ich auch in den zwei Bossräumen zwei Items? Ja. Sehr schön. Oh Mann. Das natürlich, du überlebst das. Achievement, laufe 10.000 Schritte. Mehr Meterbomben noch Schlüssel. Ja, können wir nicht mal mehr irgendwas machen. Nee. Ja, wir haben ja... Nee, Quatsch, wir haben den Secret Room gar nicht gefunden. Ja, aber ohne Bomben wäre das schwierig. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie Mr. Boom oder sonst irgendwas. Piep. Oh, Finde ich noch okay. Ich hasse ihn so sehr. Ja, wenn man auf Distanz bleibt... Oh. Außer er macht diese Scheiße. Oh fuck. So viel dazu. Okay, da hat mir der Cube geholfen. Da hat mir der Cube nicht geholfen. Okay. Ich sehe einen. So, immer an derselben Stelle getroffen. Ah, der ist ja nur am Jumpen. Was soll denn das? Normalerweise, hallo? Normalerweise bei dir, ja? Ja. Ah, okay. Pinkel ruhig auf den Boden. Nein! Hoff zu springen, du kleines Kackarschloch. Verliert das Auge. Kann man das irgendwie erzwingen? Oh fuck, da bin ich in die Pisse reingelaufen. Kann man das irgendwie erzwingen, dass er irgendwie nur am Schießen ist? Okay, ich glaube, man muss vor ihm stehen, genau. Nein, okay. So, die machen sowieso wie das, was ich will. Ja. Nur was hältst du noch deine super. Karte, wenn ja, du ja, nur klar, noch klar. Ein Herz hast? Ist gerade unglaublich schlecht, was ich gerade hier abliefer. Vor allem, wenn ich gleich noch einen Boss besiegen muss. Nein, natürlich macht er das Auge jetzt. So. Richtig, richtig schlimm, was gerade passiert. Ja, das wird ein bisschen kompliziert gleich. Aber du packst das schon. Ja. Es wird kompliziert, ohne dass Großmutter zu Besuch kommt. Nein! Kackauge. Ich kann ja nicht alles im Auge behalten. Ah, geht doch. Jesus Juice. Okay. Hätte auch ein Health-Item sein können. Was macht Jesus Juice nochmal? Irgendwas besseres. Range oder? Up und irgendwie sowas. Kriegen wir noch Damage Up? Nein, kriegen wir nicht. Doch, kriegen wir. Durch irgendwas, keine Ahnung. Liebes Spiel. Und okay, warte, wenn du bleibst, ist alles okay. Spring nicht. Bleib dort. Genau, bleib dort. Bleib auf jeden Fall dort. Nein. Okay, sehr schön. Nochmal Piep. Oh Mann, das. Ja. Mach mich glücklich, bleib da. Bleib auf. Das Problem ist, irgendwie kann ich seinen Schatten nicht erkennen. Was soll denn das? Nein, das Auge. Oh, er rutscht langsam raus. Ja. Aber er ist so gut wie tot. Ja. Sehr schön. Süße. Ja ganz einfach, Gegner. Was ist das? Health Up, sehr schön. Stem Cells. Okay, wir sind noch hässlicher. Ich habe so viele Sachen im Gesicht. Ein Embryo, ein Baby, eine Schnecke, ein kaputtes Auge. Ich safte aus der Fresse. Ein Fleischwürfel umgarnt mich. Ich finde es hübsch. Ich habe 23 Gold. Gold? Wieso sage ich Gold? Keine Ahnung. 20. Ich werde angefordert. So fühle ich mich gerade vom Spiel, als ob das Spiel von beiden Seiten auf mich drauf fuhrt. 32 hast du. Curse of the Labyrinth, noch schlimmer. Das heißt, der Dungeon ist noch größer. Natürlich laufe ich gegen die Sachen, weil ich total vergessen habe, dass die das können. Aber du brauchst einen Leiter, mein Freund. Ich brauche keinen Leiter, ich muss fliegen können.
Das wäre auch gut. Oh ja, mein Lieblingsgegner, sehr schön. Auch die sind eigentlich recht sympathisch. Ja, ich liebe sie. Das sind eigentlich meine All-Time-Favorites. So ein leichter Sarkasmus in der Stimme. Ganz kleines bisschen. Oh, sehr schön. Die Dinger, die kotzen und die Dinger, die Blut aus dem Arsch bekommen. Das ja, sehr schön. Gut, dass ich nicht eingekesselt bin gerade. Das ist sehr, sehr praktisch. Ich sehe schon, du bist gerade gut drauf. Ich bin mega gut drauf. So. Gott, sind die schnell. Ja, gut, dass wir nicht so schnell sind. Aber du schießt auch in beide Richtungen, das hat ja schon ein bisschen geholfen gerade. Ganz kleines bisschen. Und immerhin, du wirst ja auch ab und zu mal wieder geheilt. Viel von der positiven Seite. Ja, ich sehe es von der... Diese dreckigen Arschlöcher. Wir brauchen Schlüssel. Wir haben noch nicht mal einen Schlüssel. Okay, das könnte doch ein netter Raum sein. Einfach im Kreis laufen, dann trifft dich. Eine Bombe, immerhin. So, konnte ich da noch irgendwas holen? Nee, das gibt auch nur eine Bombe. Könntest höchstens die Slot-Maschine freisprengen. Ja, stimmt. Das könnte vielleicht interessant werden. Okay, da können wir nichts machen. Ja, okay, slotten wir mal ohne Ende. Vielleicht kriegen wir dann Schlüssel. Ja, aber ich würde vielleicht dir ein Minimum oder Maximum setzen. Ich kann da nichts. Geld, was daraus doch, hat. Ich kann. Ich hoffe, bitte. Weil manchmal habe ich auch den... Ja, okay, es hat funktioniert zum Glück. Wahrscheinlich geht die jetzt sofort kaputt. Gib mir einfach nur Geld. Oh Mann. Ah, eine Bombe. Okay, schon mal das zurück, was wir reingeworfen haben. Beziehungsweise investiert haben. Nicht das Geld, aber die Bombe. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Du kleines Kackding. Ah. Okay. Optimal sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Eine Pille. Das ist die Half-Down-Pille. Oh Gott. Nimm sie! Ja, nimm sie! Sehr schön, sofort. Ah, noch mehr Bomben. Zwei Bomben. Doppelbombe sogar. Ein Schlüssel, und sehr Schlüssel. Ah komm, pumpen wir einfach den Rest einfach auch rein. Was soll denn das? Aber pass auf, dass du nicht oben das Schloss reinläufst. Nee, nee. Aber ich würde dir... du hast ja noch einen Shop, ne? Ja, ja. Ja, aber ich habe keinen zweiten Schlüssel. Vielleicht kriegst du ja im Laufe der Runde noch einen. Das wird vielleicht bei 15 dann aufhören. Ja, stimmt. Du kannst später immer noch wieder zurückkommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe schon... Oh, sehr schön. A Dime sogar, okay. Wir sind wieder da, okay. Ich sehe schon, wie ich aus Versehen auf die Q-Taste komme. Oh, eine andere Pille. Okay. Da das ja schon mal nicht Health Down sein kann. Ja, okay. Jetzt hast du drei Schlüssel. Sehr ist schön. Auch was. Okay. Ich will noch... Spaß dir am besten. Ist das noch ein Health Down? Ich glaube schon. Ja. Was soll denn das? Also... Ich wette, jetzt ist hier irgendwie so eine Pille drin, die, Pille drin, Item drin, das uns nur gute Pillen gibt. Das ist gut, das Item. Was ist denn das? Tja. Speed und Shot Speed plus noch irgendwas? Ja, ich muss gerade mal genau nachlesen, was es alles war. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Cheer Shot und Speed Up. Ich glaube, ich schon doch nur. Ja, das. Ah, okay. Movement Speed, die Tiers fliegen schneller. Okay. Alles wird schneller. Damit dürfen wir bei der Olympischen Olympiade mitmachen, aber wir werden disqualifiziert, denn wir sind getuned. Oh Mann, jetzt gib mir wenigstens ein bisschen Health oder irgendwas. Außer Geld. Oh Mann, bis 15 spiele ich noch. Okay. Ah, wir kriegen noch irgendeine Karte. Judgment, was macht Judgment? Bettler. Bettler? Hm, will ich. Ich habe nämlich immer gute Erfahrungen mit dem Bettler gemacht. Ich nicht. Ah, das ist Schlüssel. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber trotzdem. Ich habe Vertrauen. Siehst du, Shovel. Fire Rate up. Exzellentes Item. Holy shit. Okay, wir sind. Erhöht es, glaube ich, sogar auf Maximum. Ja. Okay, wir sind zu einer. Ja. Zur Human Machine Gun geworden. So, jetzt müssen wir einfach den Shop finden. Okay, langsam, langsam, langsam sehe ich das Licht am Ende des Tunnels. Ich meine, guck euch das an. Ich fange langsam an, wieder dich zu hassen. Und er wurde auch noch geheilt, weil er genug Gegner getötet hat. Alles stirbt, alles stirbt. So, jetzt müssen wir irgendwie noch Damage ab... Oh, krass bekommen. Okay, schade. Ich habe irgendwie gehofft, dass irgendwie Speckless Spears, Tears auch durch die durchgehen. Ich treffe ja gar nichts! Na doch, jetzt treffe ich endlich mal was.
Dreh dich um. Ach, schön, so schießt ja einfach überall hin, weil du schießt ja nach vorne, nach hinten und dann splitten die sich noch. Und trotzdem triffst du nichts. Oh mein Gott. Nein! So unnötig. Geh einen Raum zurück, da liegt noch ein halbes Herz. The Moon bringt mich zum Secret Room. Korrekt. Machen wir. Das reimt sich halt so schön. Was ist das? Erklär mir, wieso Secret Rooms so behindert sein können. Seit wann? Seit dem DLC, oder? Ja, es gibt aber bestimmt aber noch einen irgendwo. Nee, glaube ich nicht. Oh, es gibt öfters mal zwei. Ernsthaft? Mittlerweile. Seit wann? Seit dem DLC. Oh mein Gott. Haben sich ernsthaft Leute beschwert, dass Secret Rooms zu stark sein können? Dass man es gibt dann zum Beispiel Räume, in denen 50 Herzen drin liegen. Ja, super. Und Räume mit kleineren Items, also diesen Trinkets. Ja, trotzdem, aber du musst ja trotzdem Mühe und Bomben investieren, um die zu finden. Hallo, wo ist bitte... Juhu, oh, die mal wieder. Nein, oh, das war dumm. Das war unglaublich dumm. Etwas, aber... Es wird einfach nicht besser. Du machst das schon. Ah, ja. Sehr schön, Schlüssel, das wollte ich nicht. Geh mal eins höher, erstmal das Herz holen. Stimmt. Gut, dass ich dich habe. Notfalls nochmal in den Secret Room bomben, aber... Nee, das Ding war ja eingekillt. Ah, doch, da hätte ich ja mit dem Schlüssel durchkommen können. Auch noch mehr davon. Wenn du nicht ganz bescheuert läufst, passiert schon nichts. Ja. Außerdem hast du, glaube ich, gerade wieder ein halbes Herz geschenkt bekommen. Ja, habe ich. Es läuft doch. Immer mit der Ruhe. Ja, ganz langsam läuft's, aber... Wie gesagt, gleich ganz lang. Sind wir eigentlich schon bei Marm? Also kommt Marm gleich? Müsste eigentlich erst in der nächsten Ebene sein. Ich will's hoffen. Wieso... Ich meine, Shop, bitte? Oh, fuck. Nein, die Hatred-Gegner. Nein, oh. Das ist überhaupt ein Wunder, dass wir da nicht getroffen wurden. Bis jetzt läuft. Aber da wurden wir getroffen. Fuck. Natürlich werden wir hier 10.000 Mal getroffen. Okay. Ich will es einfach riskieren, in der Hoffnung, ist das wirklich... Down. Ist einfach unglaublich. Unglaublich. Ah, ja. Nein. Oh, ich sehe. Oh. Aufpassen. Da ist er beinahe in mir gespawnt, hast du es gesehen? Ja. Ich war sprachlos und schockiert. Ich bin immer noch sprachlos und schockiert, okay. Wieso? Gleich in den Secret Room bomben. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Klügste, was ich jetzt machen kann, um auch nur annähernd eine Chance zu haben, zu überleben. Du könntest natürlich auch die Pille nehmen. Ja, das wird meine Lage auf jeden Fall verbessern. Ich könnte auch riskieren, dass da irgendwas Schönes drin ist, aber... Und am Ende hast du nichts. Ja. So traurig, was ich hier machen muss. Für ein Herz. Richtig traurig gerade. So. Ah, sehr schön. Ein relativ netter Raum. Endlich mal. Geschenkter Raum. Ein Schlüssel, sehr schön. Das wollte ich nicht. Ja, komm, probieren wir es hier. Aber es könnte schlimmer sein. Es könnte, glaube ich, schlimmer sein. So eine Horde Spinnen wäre cool. Nee, Spinnen würde ich, glaube ich, noch überleben, aber... Oh, und so hart, sehr schön. Ich meine, wie gigantisch kann bitte schön diese Ebene sein? Nein! Oh, das war dämlich. Das Problem ist, wenn ich nur ein bisschen die Taste berühre, dann laufe ich voll weit, weil mein Speed ist so hoch. Okay, das hätte... Fuck, wieso hat das so schräg geschossen? Weil das Ding in Bewegung war. Oh, sehr schön. War. Ja, ich... Wenn du noch ein paar Gegner tust, kriegst du auch wieder ein Dingens. Ja. Aber auch direkt wieder verloren! Fuck. Nein, noch ist nichts verloren. Noch ist alles vollkommen in Ordnung. Oh, Bomben, sehr schön. Ich weiß nicht wofür, sehr schön, aber ich weiß. Ich wollte schon gerade nachfragen, worüber freust du dich jetzt? Ich freue mich, weil ich jetzt diese... Es ist schön, dass man sich über so kleine Sachen des Lebens freuen kann. So, zack. Komm mit Spinnen raus. Siehste. High Priestess, okay. Also schon mal ein bisschen Sicherheit, aber auch nur ein ganz kleines bisschen.
Oh, für den Bossraum auf jeden Fall ganz gut. Ich sehe schon, wie das schief gehen wird. So, wir gehen, nein, auf maximale Distanz, bevor wir es töten. Auf jeden Fall. Weißt du, was das Problem ist? Dass meine Tränen ähnlich aussehen wie die von den Gegnern, nur dass meine transparent sind, aber... Oh, sehr schön. Okay. Aber ganz ehrlich, okay, da kann kein Job mehr sein. Wo? Also ich weiß ja noch nicht mal, wo der Bossraum ist, das ist ja das Schlimme. Wahrscheinlich ganz links in der Nähe von dem Itemraum. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall links, weil rechts kann ja nichts mehr sein, weil es ja all diese Eckräume sind. Das heißt, wir sind unglaublich lange, unglaublich dumm rumgelaufen. Ja gut, ein bisschen erkunden schadet nie. Ne? Sagst du. Immer alles positiv sehen. Ja. Ne? Du bist jetzt viel besser als damals. Ja. Richtiger Profi. Okay. Das läuft auf jeden Fall. Du könntest eventuell diese Truhe freisprengen. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ich meine, scheiß auf Bomben. Okay, die Bomben hätten wir sowieso geschenkt bekommen. Und da ist bestimmt mal wieder ein Schlüssel drin. Und ein Herzchen, okay. Das heißt, wir haben da wieder ein bisschen Sicherheit. Ein bisschen. Noch ein Itemraum, WTF? Ach, das ist wieder so ein XL-Scheiß, oder was? Steht aber gar nicht dabei. Hallo, wie... Dieser XL-Scheiß. Turbo-unfair ist bitteschön das gewesen. Überall diese... Hörnbluter-Dinger. Super. Ich freue mich total, Black Bean. Wir furzen, wenn wir getroffen werden. Das ist auf jeden Fall das, was wir wollen. Auch, sag niemals nie, vielleicht hilft es dir ein bisschen. Aber eventuell hast du dann auch zwei Bossräume dann direkt hintereinander. Ich freue mich tierisch. Vielleicht oben das Herzchen holen erstmal. Okay. Vielleicht ist da ja irgendwas total Tolles. Ah, eine Fortune Machine, das könnte gut sein. Aber den Shop haben wir auch immer noch nicht. Oh Mann. Fuck! Wieso ist das Ding aufgegangen? Guck mal, ich habe mich nicht bewegt. Das ist schlecht. Nein, ernsthaft, was ist das? Ja, jetzt muss ich ja quasi hier zocken. Was ist das? Isaac's Fork, okay, sag mal, was es macht. Klingt ja einer gerade begeistert. Ich gucke nach. Isaac's Fork. Und so, okay. Wenn du einen Raum geräumt hast, kann sein, dass du ein halbes Herz bekommst. Okay. Ah, wir kriegen Flat Penny? Was macht Flat Penny? Das habe ich gerade wieder zugemacht. Sekunde. Der Flat Penny, Bloody Penny. Goldener Penny, wo ist denn der Flat? Ah, und Soul Heart, okay. Hier bleibe ich und verzocke all mein Geld für Soul Hearts. Das steht hier gerade nicht dabei, der Flat Penny. Burnt Penny, Bloody Penny. So, da ist er. Ich hab ihn gefunden. Okay. Es kann sein, dass du einen goldenen Schlüssel bekommst. Okay, scheiße. Wir kriegen gerade so viele Karten, ich kann blick hier gar nicht durch. Lavas gibt dir zwei Herzen. Was gibt mir zwei Herzen? So Lavas? Ja, also halt zum Aufladen wieder, ne? Keine Container, sondern nur so. Auf jeden Fall ganz gut. Würde ich vielleicht mal aufheben. Ach so. Ah, ich verstehe. Oh Gott. Jetzt gib mir irgendwas Gutes. Drecksding. Explodier oder sonst was. Was ist Patch? Red Patch, das war glaube ich gut. Bist du ja sicher? Red Patch. Wo haben wir ihn? Ah ja, wenn du gestorben bist, kannst du zufällig mehr Schaden kriegen. Okay. As if used Razor Blade. Aha. Ich habe fast all mein Geld verzockt, weil ich meine, wir haben sowieso keinen Schlüssel und der Shop ist irgendwie in weiter Ferne. Wir haben immerhin zwei Soldats bekommen. Oh mein Gott. Rusted Key. Wahrscheinlich hat die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Schlüssel bekommst. The Hermit. Was macht Hermit nochmal? Ah, nee, doch nicht. Durch den Rusted Key steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Truhen kommen. Ah, okay. Da ist explodiert. Okay, ein Haufen Items. Ich blick nicht mehr durch. Was macht nochmal so Hermit? Hermit. Oh, ich glaube, er teleportiert dich irgendwo hin. Warte. Hermit. Teleportiert dich zum Shop. Bringt extrem viel. Gerade. Ja, das ganze Geld verzockt hast. Ja. Isaac's Fork war nochmal was. Wie komme ich hier raus? Das Isaac's Fork kriegst du, glaube ich, kannst du ein Herz droppen. Was macht nochmal Empress? Empress, die Hure von Babylon, hast du dann einen Raum lang. Okay, ich glaube, das mache ich einfach mal und benutze es einfach im nächsten Raum. Ich meine, was soll's? Oder im Bossraum? Ja, stimmt. Der Bossraum. Ja, und Bossraum. Der Shop. Sehr schön. Das ist echt traurig.
nicht nur wird uns nichts gegönnt, sondern es wird auch quasi alles gemacht, um uns, sag ich mal, Sachen in den Weg zu stellen. Warte, was machte Fork nochmal? Ich bin total verwirrt, zu viele Items. Du kriegst ein halbes Herz, eventuell, also zufällig, kann, wenn den Raum halt geklärt hat. Ich gehe rein, benutze Hure auf Babylon und freue mich. Ah, Monster, okay, jetzt gehen wir hin. What a horrible night to have curls. Natürlich werde ich getroffen. Wäre auch verrückt gewesen, wenn ich nicht getroffen wäre. Es wäre doch sonst langweilig. Wir müssen ja auch mal ein bisschen. Der ist auch nur am Springen. Ernsthaft. Guck mal, wann soll ich den treffen? Wann soll ich ihn treffen? Ich mache seine Fliegen kaputt, er springt. Ich mache seine Fliegen kaputt, er springt. Er macht irgendeinen Scheiß, er springt. Jetzt hüpft er noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Kein Thema. Komm, du hast doch schon über ein Drittel, ja? Ja, ich freue mich auch total. Kotz mal, Alter. Ja, geht doch. Hast dich gerade von der Kotze treffen lassen? Ja, scheiß auf. Ja, guck, jetzt komm, jetzt ist es doch alles in Ordnung wieder. Er will es dir nur nicht so leicht machen. Ich meine, ich mache ja nicht mal immensen Schaden, was soll das? Das? Sehr schön, Speed-Up, genau, das wollte ich. Und nichts anderes. So, was könnten wir jetzt noch Sinnvolles machen? Ja, ich hole mir noch eine andere Karte, keine Ahnung was. Das macht... Truhen können auftauchen, Hermit-Tür bei dir dich zum Shop. Ace of Spades, glaube ich, besser. High Priestess nehme ich auf jeden Fall. Nein, ich will High Priestess. Du kämpfst jetzt gegen Marm wahrscheinlich, ne? Echt? Ja, wir sind ja in den Tiefen, also Depths, ne? Ah, okay. Was wollte ich sagen? Red Patch, wenn ich getroffen werde, werde ich stärker, oder? Nee, du kriegst, glaube ich, mehr Schaden als sonst. Was? Hä? You can randomly gain additional damage as if, ja. Ja, Damage ist ja Strength, oder? When hit, you can randomly gain additional damage. Hm. Ja, nee, dann, keine Ahnung. Dann nehme ich lieber Ace of Spades, keine Ahnung. Ist mir jetzt zu risky, sage ich mal. Und ja. Dann töten wir mal Mom. Klingt einfach, ist es aber sicher nicht. Isaac! Aber ich habe ja zum Glück... Karte überhaupt jetzt nutzen kannst. Ja, klar, wieso nicht? Weil, ja. Ah, cool, wir können Moms Fuß und Moms Nicht-Fuß treffen. Moms Fuß und Moms Nicht-Fuß. Ja. Ich finde, die Korrektheit dieses Satzes war unangetastet. Der Vorteil ist, du schießt halt auch nach hinten und triffst dann in dem Fall halt beides, ja, ne? Ah, der Fuß kommt irgendwie nicht. Der kommt von mir aus. Ah, doch, da, hallo. Ja, läuft doch ganz gut. Ja. Nein! Da! Ich hätte nicht gedacht, dass der Fuß so früh kommt. Isaac! Wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch ein Riesenfan von Mom. Auch wenn sie mir gerade ein bisschen auf die Nüsse geht. Oh, natürlich kommt dieser Kackgegner. Oh, Isaac! Ja, Achtung, nicht aus Versehen runterlaufen und ein Health Up. Wie nicht aus Versehen runterlaufen? Ach so, wegen dem Item. Ja, natürlich. Du warst gerade sehr nah an. Kann ich noch irgendwas machen? Nein. Weiter geht's. The Womb 1, okay. Eigentlich. Curse of Darkness, sehr schön. Ja, noch schlimmer. das war knapp. Ja, Killer-Kondom bin ich auch kein Fan von, aber das Gute ist, wir sind relativ schnell. Das heißt, da ist natürlich ganz gut, wenn man solche Rush-Gegner haben. Oh, ich dachte, yay, zwei Bomben, aber. Risiko! Ja. So. Das wird, glaube ich, ganz gut machbar sein, weil wir uns hinter den Steinen verstecken können. Wieso sterben die hier? Pepe sind wieso? Hallo? Sind das Ultra-Jepips? Das sind Ultra-Jepips. Nein, guck das mal an! Die halten mehr aus als Mom! Hallo, wieso? Das hätte mich nie treffen dürfen. Hat es ist aber. Das ernsthaft? Ist das ja, es ernsthaft? Ist mal wieder, ja. Ich werde es nur verifizieren, wie unfassbar Pech wir haben können. Jetzt stell dir vor, das wäre ein Spiel, wo die. Fuck. Oh, ich freue mich so. Ich bin gerade ein bisschen am Ausrasten. Das hört man, glaube ich, auch. The Moon, das macht Secret Room, oder? Genau. The Moon brings you to the Secret Room. Okay. Könnte besser sein. Zum Beispiel mit einem schönen Item, du. Ich weiß vor allen Dingen keine. Ich habe völlig die Orientierung verloren. Wo sind wir? Über dem Secret Room. Das ist halt das Mies an Curse of Darkness, gerade in diesen Ebenen, dass du einfach nicht mehr weißt, wo du bist und wo du hin willst und läufst dann einfach überall rum. Das Gute ist auch, dass diese Ebenen so ultra klein sind.
Death. Macht Schaden. Okay, nicht schlecht. Ich will nur was gucken. Okay, wir haben immer noch 3 Schaden vor uns. Ich dachte, wir machen mehr Schaden, aber... Okay, hier waren wir scheinbar. Ah, okay. Wir sind beim Ausgangsort. Wenigstens das wissen wir. Nee. Ja. Hier kannst du freisprengen. Sprengst du aus 4 Bomben. Ja, trotzdem. Du hast 4 Bomben. Ja, aber... Ja, stimmt. Ja, aber... Ja, stimmt. Aber ja, aber... Nein! Wieso springt er so viel weiter, als ich das erwartet habe? Und noch ein Schlüssel. Ich meine, eigentlich brauchst du die Schlüssel gar nicht mehr. Oh, noch mehr Geld, okay. The Tower ist scheiße. Gibt uns Trollbomben ohne Ende. Gibt es hier überhaupt noch einen Shop? Einen Shop? Ich glaube nicht. Aber Slot Machine, Arcade-Raum, Gedöns gibt es. Der könnte kommen, ja. Falls du unterwegs irgendwie einen Shop findest, ist ja auch nicht schlecht. So, ich mache einfach diese total tolle Taktik und laufe einfach die ganze Zeit im Kreis rum. Ah, fick dich, du Kackspiel. Ich bin gerade im Headless Hate-Modus. Ich find's schön. Ja. Aber sie sind auch hart, die Dinger. Weißt du, was ich hoffe? Dass einfach gleich der Teufelsraum kommt. Was ist das? Two of Hearts verdoppelt unsere Health, oder? Ja, glaube ich. Ja. Ist doch schon mal ganz gut, ja? Läuft doch. Nein, okay. Nein. Oh. Das war knapp. Wieso ist das eine Ding so weiß? Okay, das explodiert scheinbar auch. Also ist wahrscheinlich der Elite, die Elite-Version von... Nein. Er macht dann einfach 5 Herzen Schaden oder so. Oh, was wird das wieder? Justice, das macht den kleinen Bettler, ne? Ich überlege gerade, müsste, ne? Ja. Nein, nee, das gibt uns einfach Justice jeden Scheiß, den wir, ja. Ist doch gut. Hast du noch ein Herz, falls du es jemals wiederfindest. Was? Ja, geil. Ja, du siehst mich begeistert, ohne Ende. Ja. Ja, wobei, komm. Ist nicht schlecht. Natürlich 2 Spinnen. Ach stimmt, das Ding macht einen ganzen Schaden. Du willst nur hin, du läufst gerade, glaube ich, dahin, wo nichts mehr ist, oder? Ja doch, das Herz ist hier. Achso. Ja, taktisch. Ja, hat sich doch gelohnt. Da hat sich's doch gelohnt. Ja, 1 Sword, super. Ein bisschen mehr Begeisterung, ey, bitte. Das wird so ein Wunder, wenn wir hier irgendwie gut durchkommen. ich glaube, da waren wir genau. Hier irgendwo haben wir uns wegteleportiert. Scheinbar auch nicht. Okay, super, ihr Pipsi. Ja, spawnt einfach in mir, klar. Wieso nicht? Ja, ihr auch, kein Thema. Habe ich kein Problem mit. Die machen ja auch nur einen ganzen Schaden. Nur, ja. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Two of Spades, das macht doch was anderes, oder? Das verdoppelt unsere Schlüssel. Nee, ich glaube, das sind 2 Bomben oder so. Ich krieg 2 Schlüssel. Hast du doch gesehen? Pass doch mal auf hier. Doubles your current amount of keys, ja. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. So, ruhig bleiben. Hier schießen. Das ist ein einfacher Raum. Geil, ein Schlüssel. Ich freue mich. Nein, ich freue mich gar nicht. Ja, das wäre einer von den Räumen, die man sich hätte sparen können. Halb so wild. Ganz ruhig. Bleib ruhig. Ja. Weißt du, was richtig gut wäre? Ein Bettler, eine Slot-Machine. So viele Sachen wären gut, aber das wird uns nicht gegeben. Nein, hier haben wir uns teleportiert. Irgendwann haben wir uns teleportiert. Was war das nochmal? Priestress. Was ist besser, Death oder High Priestress? Death macht vor allen Schaden, so. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, klar. Wobei, das ist gar nicht so schwer. Wenn die wirklich so in diesen Ecken bleiben, weil die können... Natürlich kommt die jetzt... Okay, das geht. Das du musst nur einmal klein schießen. Ja, das geht. Das ist auch schon sehr unübersichtlich mit dem roten Boden, roten Tränen von dir, alles, roten alles Tränen rot. Von dem. Mein Kopf, ohne Witz, mein Kopf ist gerade auch richtig rot. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass du meine bezaubernde Stimme hören darfst. Okay. Selber Raum nochmal. Kein Thema. Keep cool. Ja. Ganz ruhig bleiben. Okay. Langsam geht es. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Run wieder unendlich lang wird. Noch ein Death. Sehr schön.
Da kannst du einmal benutzen, wenn ich einfach alles ankotze. Ja. Okay, das geht. Solange das Baby weit weg bleibt, genau. Und es ist tot. So. Und der Bossraum ist ja auch schon direkt da. Ja, sehr schön. Achtung, nicht in die Kotze reinlaufen. Ja. So. Was kommt jetzt? Irgendein Boss. Vermutlich. Oh. Blastoxys. Okay, das ist neu. Das heißt. Okay, ich wollte schon sagen, wo ist der? Er hat kein Health. WTF. Okay, das kommt. Wieso hat er jetzt Health? Jetzt, wo ich die scheiß Karte benutzt habe, hat er natürlich Health. Oh Gott, ich. Okay, das geht. Scheinbar macht das. Okay. Hinter dir. Ich glaube, wenn ich wegbleibe, macht er einfach mal nichts. Okay. Einfachster Boss ever. Ich war ja erst am Panik schieben, aber dann. Was ist das? Magic 8 Ball. Tears up. Hat dir nicht geholfen. Das Herzchen? Oder. Ach, willst du noch ein Death holen oder was? Ja, ja. Ist, glaube ich, besser als High Priestess. Weil ich weiß, High Priestess macht zwar auch Schaden, aber ich glaube, nur random auf den Gegner. Und Death macht halt auf alle Gegner Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob mehr oder weniger, aber. Naja. Weniger demnach, weil sonst wäre es ziemlich overpowered. Ja, weiß man nicht. Es gibt ja. Nein! Schnell die Augen. Ja. Danke, Captain. Ist auch ziemlich praktisch, dass die so wenig aushalten. Das ist ja auch ein Monsterauge. Gott, ich wäre schon längst tot. Judgment. Judge Bettler. Ja, nein! Du. Der böse Bettler. Du verpisstes Kackspiel. Natürlich kommen da Spinnen raus. Oh. Nein. Nein! So, okay. Chaos. Ruhig. So. Alles hat so wild. Du siehst diese Situation. Hallo? Okay. Wie töte ich den? Ich hab ne Idee. Nee, ich kann auch nicht mal eine Bombe legen. Du könntest das mit dem Würfel machen, der um dich kreist, eventuell. Macht der Schaden? Ja, der macht Gegnern Schaden. Musst du, ja. Gut, dass ich dich habe. Ich habe gerade so Panik, das glaubt ihr nicht. Okay, das geht. Dann schrei ihn jetzt so rum. Nun, was hast du immer Death auf der Hand? Geh nach unten. Ja. Ich habe nicht nur Death auf der Hand, sondern Death direkt vor der Tür, auf mich lauernd. Das Gute ist, hier könnte ich quasi meine Health komplett voll machen. Nein! Da war ein fucking Stein. Wieso gehst du durch den verfickten Stein? Der kann das. Ja, vielleicht ein bisschen gezielt auf die Mahnen gehen. Oder lieber nichts riskieren. Geil, eine Bombe. So, was mache ich jetzt? Oh, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Legst du dich mit dem Herzen an oder... Okay, das war auf jeden Fall ein Fehler. Das Problem ist, Herz hätte ich auf... Ja, und ich glaube... Okay, was? Wir haben Necronomicon irgendwie bekommen. The Sun, was macht The Sun? Sag mir, dass es Health gibt. Bitte, sag mir das. Was? Das macht Gegnern auf jeden Fall Schaden und ich glaube, es halte ich tatsächlich auch ein bisschen. Sehr schön, siehste. Hast du es benutzt? Ja. Ah, und die ganze Karte ist revealed. Geil. Okay. Das ist die Bibliothek, das ist auch ein neuer Raum. Ja. Will ich das? Weil ich habe kein Spacebar-Item, aber ich will auch nicht riskieren zu sterben, deswegen... Dann, nee, lass es lieber, lass probieren es. Wir einfach, ultra cool zu sein und einfach Moms Herz zu töten mit nichts. Und wieder nichts. Nichts würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, komm. Schnell die Augen. Und direkt ein halbes Herz wieder bekommen. Ja. Ich könnte gleich mit Bomben arbeiten, fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall versuchen, ja. Na gut, du machst halt nicht den Ultraschaden, aber der Schaden ist auch nicht schlecht und du schießt dafür extrem schnell, also ist alles halb so wild. Natürlich schieße ich die Bombe ultra weit weg. Kotze, du Sau, kotze mich an. Monster. Nein, das ist gar nicht der kotzen kann, oder? Doch, ich glaub schon. Natürlich kann der kotzen.
Alter, okay. Was hält denn der aus? Wieso laggt das jetzt? Ah, fuck, ich hab vergessen, die Bomben zu legen. Larry Jr., so, WTF. Aber okay, das ist gut, weil die geben... Wenn ich so Einzelteile von denen töte, gilt das als ein Gegner. Dann kriegst du vielleicht ein halbes Herz wieder. Oder auch nicht. Sehr schön. Oh, war das perfekt. Oh, cool. Oh, die Knights. Vorsicht, der eine ist im Rage-Mode. Ja, ja. Ach, sehr schön. Aber gut. Ja. Das ist noch... das kann man noch hinkriegen. Ja, ja. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Sehr gut. So muss das sein. Ja. Nein, fuck. Das war zu weit. Aber okay, Lord of Flies auch perfekt, weil spawnt Gegner. Dann kannst du vielleicht, wenn du den vielleicht ja, am Leben lässt, kannst du die durch die ganzen Fliegen das Leben hochpushen. Okay. Oh, Turbomaden. Ja, okay. Aber ich meine, der Raum ist leer, das heißt, wenn ich mich konzentriere, sollte das noch klappen. Auf jeden Fall. Und ich meine, bald kriegen wir wahrscheinlich auch nochmal Health. Also quasi ein halbes Herz von Vampire, eigentlich, ja. irgendwas. Charm of Vampire. Ja. Oh mein Gott, ich sterbe. Oder auch nicht, weil eigentlich müsstest du die 13 Gegner so langsam mal wieder voll gehabt haben. Nein! Ich dachte, der stirbt gerade. Ich dachte, das wäre seine Todesanimation. Da war's. Ich habe keine Bomben mehr. Dann machst du es ohne. Das richtig Beschissene wird sein, wenn Mom bzw. der Embryo in den Rage-Modus geht und sich denkt, ja, ich ficke den Steve Parker jetzt mal so richtig knallhart in den Arsch. Was packst du? Was packst du? Du bist der Steve. Ah, okay. Sehr schön. Ah, das wird jetzt ein bisschen hart. Nee, denen, obwohl. Ich meine, die Schüsse, wenn man auf Distanz bleibt, gehen noch. Und die Gegner sind zum Glück nicht so ultra hart. Und ich glaube, solange ich die Fliegen nicht töte. Okay, das war's. Wir haben es geschafft. Okay. Wir kriegen kein Item? WTF. Nee, aber. Warte, was ist das? Dieser Heiligenschein normal. Ah, okay, scheinbar gibt es neben der Hölle, wo du gegen Satan kämpfen kannst, jetzt auch noch die Kathedrale, wo du dann scheinbar am Ende gegen Gott oder sowas in der Art kämpfst. Aber Moment, da ging ja auch noch ein Weg runter, also so ins nächste Basement. Was war das denn? Ja, das ist doch standardmäßig nein, so, nein, oder? Nein, nein, normalerweise kommt ja Show danach. Und das ist ja quasi ein Teufelsraum, bitte? Trotzdem gewesen. Glaube ich nicht. Okay, Kathedrale. Ist das jetzt einfacher oder schwerer? Super, eine Blutbank, genau. Oh, fuck. Das sind diese Dinger. Diese Headless Horseman-Dinger. Ja. Ja, ultra einfach. Da muss ich dir aber gerade mal gratulieren, wie gut du dem Ganzen doch hier ausweichst. Oh. Der erste ist doch schon weg. Gegen wen kämpfen wir dann bitte hier? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Junge. Okay. Ich mach's einmal. Ah, okay, nein. Oh, ultra gut! Ultra gut! Bloodbag sofort! Intelligent wär's gewesen, wenn du jetzt die Bloodbag aufgehoben hättest und nicht das Herz zuerst. Hier gibt's keine Intelligenz, hier gibt's nur Skill. Auf jeden Fall, komm, du hast 8 Schlüssel. Ja, die Frage ist, gibt's hier einen Itemraum, gibt's hier Bomben? Okay. Ich, wie gesagt, über die Ebene weiß ich eigentlich nicht. Fuck, okay. Lass es. Telepilz, was? Wie, lass es? Ich geb dir gleich, lass es. Okay, hätte, okay. Netter Raum. Nein, nicht netter Raum, wenn an allen Ecken die Dinger sind. Okay, jetzt ist es ein netter Raum. Panik! The World, ja. Auf jeden Machen Fall. Machen wir sofort. Okay. Gehen wir erstmal in den Secret Room, also nach links dann, würde ich sagen. Also, Achtung, Doppelgreed. Aber wobei... Doppel-Bullshit, meinst du? Nimm das mal nicht so auf die leichte Schulter, ja. Was meint ja? Bullshit im Sinne von, das Spiel will mich. Nein! Ja, wie konnte mich das treffen? Wie um Himmels Willen konnte mich das treffen? Nein! Fuck. Ganz ruhig. Du hast den Stein. Der Stein ist dein Freund. Ja.
Und du wirst gerade nochmal geheilt um halbes Herz. Alles wird gut. Ich sag's dir, ohne das Vampiric-Ding wäre ich sowas von am Arsch. Charm of a Vampire. Immer noch. Still a better love story than Twilight. Gut, dass wir so unendlich viel Geld bekommen in diesen Räumen, wo es ultra viel bringt. Nicht runter, genau nach links. Ja. Gut, dass wir eine Bombe haben. Oh, Doppelgreed. Nein! Sogar dasselbe Layout. Okay. Ruhig bleiben, ruhig. Du hast den Stein. Denk an den Stein. Ich denke an den Stein. Du bist der Stein. Wieso schießen die über den Stein? WTF! Ganz ruhig. Gus Fraber. Was? Hallo, die schießen sowas von knallhart über den Stein. Siehste? Nee, die schießen nichts so rechts dran vorbei. Das ist irgendwie wie diese Kack-Isaac-Perspektive, die keinen Sinn macht. Ich sehe schon, du bist ein bisschen angepisst gerade. Ich bin die Ruhe selbst. Ich bin quasi im Tai-Chi-Kurs gerade. Unglaublich! Du kleines Pissteil. Ich hab... Super, Steamsay, ich freue mich so hart. Vielleicht kriegst du jetzt im Shop was ultra geiles. Ja, ein bisschen Health wäre ganz gut. Ich wette, da ist ein Gegner drin. Ist auf jeden Fall ein Gegner. Geil. Richtig, richtig geil, Spiel. Danke. Dann wäre es am Ende besser gewesen, wenn wir gar nicht in den Shop gegangen wären. Ja. Ja, wir sterben jetzt, ich sehe schon. Ich hätte aber ganz gern gesehen, gegen was wir in dem Bossraum kämpfen. Aber vielleicht gibt es ja noch ein Wunder. Ich meine, wir sind ja hier. Und, ja. Und hier wäre so ganz so hart drin gewesen. Das Spiel teast uns. Ganz ehrlich. Was ist das? Also, das hatte ich schon mal. Aufpassen, die WTF, haben WTF! Nein! Aber er hält nicht viel aus, ja. Er hält nicht viel. Na. Ey, mehr Hass kann ich, glaube ich, nicht empfinden gerade. Es geht ich einfach nicht. Schön. Es ist das Maximum an Hass, das ich in einem Run empfinden kann. Willkommen in meiner Welt. Nein, das ist jenseits deiner Welt. Das ist eine komplett andere Welt des Hasses. So unglaublich. Aber hier kann man vielleicht sehen, hier 11-mal durchgespielt, 23-mal gestorben. Liegt aber daran, dass wir extrem oft testen, ob die Soundaufnahmen funktionieren und so weiter. Deswegen, das gilt ja alles als Dev. Nur damit ihr wisst, dass ich jetzt hier nicht irgendwie 100.000 Mal gespielt habe und eigentlich ganz gut bin. Weil die meisten Leute sagen, der kann das ja ganz gut. Oh mein Gott, ja. Was soll ich sagen? Ende. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ja, aber immerhin haben wir es geschafft, Mom zu besiegen, Moms Herz zu besiegen, irgendwie. Keine Ahnung, wie wir es geschafft haben. Ich hätte gerne gesehen, gegen was wir in der Cathedral gekämpft haben, aber wir machen das ein anderes Mal, wenn ich endlich wieder Brimstone bekomme und dann einfach der Spaß aufhört. Dann wird einfach alles zerfleischt, zerkloppt, vernichtet. Abmoderation. Ende. Bis dann. Und tschüss. Auf Wiedersehen.